Sehr lieber Facebook-User, ich habe mir erlaubt, auf die Frage, würden Sie Ihre Kinder impfen lassen, per Videobotschaft zu antworten, weil das auf der einen Seite ein komplexes und auf der anderen Seite ein sehr einfaches Thema ist. Und ich werde, Sie wissen ja, ich rede immer wieder darüber, dass Wörter eigentlich nur Bilder in unseren Köpfen erzeugen und dass es uns nicht immer gelingt, diese Bilder gut in Worte zu kleiden, damit man dann ähnliche Bilder beim Gegenüber erzeugt. Und deswegen werde ich mich mit kleinen Geschichten an dieses Thema ranhandeln. Zuerst einmal möchte ich damit beginnen, mit wie ich studiert habe, der kleine Medizinstudent. Und ich habe hier ein Buch rausgepackt. Das war also das Buch, das ich zu lernen hatte für die Pharmakologieprüfung oder eines der Bücher. Das war so ein Standardwerk, ja, man sieht es, glaube ich, recht schön. Das war der Fort. Und in diesem Fort las ich etwas, was in der Psychiatrie bei mir damals ein Dogma war, nämlich, dass also zwei Hormone ausschlaggebend sein sollen für die Stimmung des Menschen. Und das kreiste so in der ganzen Mediziner-Community umher. Das war der Serotonin-Noradrenalin-Spiegel. Und man sprach also, dass wenn dieser Spiegel, dieser Serotonin-Noradrenalin-Spiegel im Hirn, wenn es da ein Missverhältnis gibt, dann entwickelt der Mensch eine Depression. Und in diesem Werk, da sind also einige Seiten darüber geschrieben, und das war für mich eine Tatsache. Denn immerhin, Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie so einen Wälzer vor sich haben, wo dann hier alle möglichen Universitätsprofessoren stehen, dann macht das auf einen jungen Studenten, der gerade von der Schule kommt und immer gehört hat, was das Richtige ist von oben. Er hat es gehört von den Eltern, dann hat er es gehört vom Lehrer, dann irgendwann eben von Universitätsprofessoren. Das heißt, man nimmt dieses Wissen einmal völlig unkontrolliert an. Und viele Jahre später, ich war schon Arzt und habe halt so diverse Sachen in Spitälern erlebt, wie es dazuging, und habe diese ganzen Energien, wie Pharmavertreter zu Ärzten kommen, wie Ärzte sich auf Kongressen benehmen, wie Kongresse organisiert werden. All diese Energien, die hatte ich schon erlebt und konnte gewisse Dinge besser nachempfinden. Und ich bekam ein anderes Buch in die Hand, und zwar dieses von John Wirappen, der also der ein Manager war für den ganzen Europa-Ostblock-Teil von Eli Lilly. Eli Lilly ist ein Pharmakonzern, welcher Antidepressiva herstellt. Und dieser Manager schreibt in seinem Buch, dass die diesen Begriff Serotonin-Noradrenalinspiegel mit Managern auf einem Maledivenurlaub erfunden hätten. Dass es das gar nicht gibt. Und sie haben das deswegen gemacht, weil sie einen Wirkstoff, mit dem sie wenig anfangen konnten, irgendwie vermarkten wollten, weil sie das also unter die Ärzteschaft bringen wollten. Und ich habe mir gedacht damals, na bitte, eben so ein Blödsinn, ja, das kann doch nicht sein, was heißt erfunden. Und ich habe mich hingesetzt und habe versucht, die Studie zu finden, wo der Serotonin-Noradrenalinspiegel gemessen wurde, wie der überhaupt gemessen wurde. Weil es ist ja interessant, wie kann ich einen Hormonspiegel im Hirn überhaupt messen? Nicht im Blut, sondern im Hirn. Und ich fand dazu überhaupt keine Studie. Ich fand zwar viele Studien, die sich auf diesen Begriff bezogen, und einige Studien bezogen sich also dann wieder auf andere Studien, und häufig war das dann so ein Zirkelschluss, aber keine Studie war zu finden, wie dieser Spiegel überhaupt zu messen ist. Und plötzlich begann ich dann dieses ganze Thema mit Antidepressiva ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich fand heraus, dass George W. Bush vor seiner Präsidentschaftskandidatur Vorstand bei Eli Lilly war, dass er dort diesen Wirkstoff, dieses Antidepressivum Prozac, das hat er dann durch diese Aufsichtsbehörde gewinkt, damals, wie er dann schon Präsident war. Und weil es ist so, und das ist auch wieder so ein bisschen Hintergrundwissen, immer wenn ein Medikament auf den Markt gebracht wird, muss es also eine Behörde passieren, eine staatlich kontrollierte Behörde. Und weil die Pharmafirmen merkten, dass die Amerikaner hier
leichtere Zulassungsbedingungen haben, hat sich's eingebürgert, dass man zuerst immer, also in Amerika, Medikamente auf den Markt bringt und dann mit dem Rückenwind der Amerikaner kommt es auf den europäischen Markt. Das sind also alles so Entwicklungen, die sind Fakt, die kann man auch ganz einfach nachlesen oder man kann sich einfach Medikamente hernehmen und schauen, wo wurden diese zuerst zugelassen und Sie werden merken, dass so ab den 1960er Jahren die meisten Medikamente zuerst, also in Amerika mal zugelassen werden. Und das hat eben einen Grund. Und ich habe dann begonnen weiter zu recherchieren und habe gemerkt, aha, da gibt es also Zusammenhänge, dass also Leute in der Politik sich sehr viel auch in der Wirtschaft, in der Medizin engagieren. Bei diesem Medikament, da gab es dann einen bekannten Film Prozac Nation. Das Problem nämlich dieses Medikamentes war, dass das Medikament den Antrieb steigerte, aber nicht die Depression aufhellte, also es war nicht stimmungsaufhellend. Und so brachten sich sehr viele Menschen aufgrund dieses Medikamentes um. Und das alles beschreibt also dieser John Verrappen und dazu gab es dann eben auch diesen bekannten Film in Hollywood, Prozac Nation, unabhängig jetzt von John Verrappen. Und all das habe ich dann einmal für mich sozusagen verdauen müssen, weil als junger Student glaubte ich an ein Dogma und das stellte sich dann heraus bei näherer Recherche, dass das eigentlich nur ein Dogma war, das dazu kreiert wurde, um Geld zu machen. So, jetzt werden Sie sich vielleicht denken, naja gut, das war vielleicht ein Beispiel. Ich gebe Ihnen noch so ein kleines Beispiel. Meine Mutter, die brauchte damals ein paar Implantate und ich war auf der Kieferchirurgie, junger Assistenzarzt und wir haben auf der Kieferchirurgie mit Implantaten nicht so viel zu tun gehabt, denn das war eher so Zahnarztsache. Und ich wollte sie aber selber machen und habe mir dann einfach in einem Nachtdienst verschiedene Röntgenbilder aufgehängt, alle Patienten, die ich so fand, die Implantate bekommen haben und habe mir angeschaut, wo der geringste Knochenabbau zu finden war. Und da gab es also ein Implantatsystem, das hatte eine Konusverbindung, also zwischen Implantat und Kronenaufbau, diese Verbindungsstück, das nennt man Abutment. Und das war bis dahin, waren das immer Steckverbindungen. Und nur dieses eine System hatte eine Konusverbindung. Und ich habe dann am nächsten Tag im guten Glauben meinen Chef gefragt, habe gesagt, du, ich würde gerne die Mutter implantieren. Da gibt es also das und das System, ich müsste das bestellen, kann ich das machen? Der lachte damals und sagte, so ein Blödsinn, eine Konusverbindung, bitte eine Steckverbindung und na, sowas aber auch. Ich habe dann angefangen, mehr zu recherchieren und wurde von allen möglichen Leuten belächelt. Und na, Konus und so ein Blödsinn und na, Steckverbindungen und, und. Habe mich aber nicht beirren lassen, habe der Mama dann dieses Implantat gesetzt. Und es kam dann, ich glaube 4 oder 5 Jahre später, kam dann eine Studie, wo erklärt wurde, dass also der Konus einen Vorteil hat gegenüber den Steckverbindungen. Sie finden dazu auch einige Videos, ich habe die unten näher eingeblendet. Und es dauerte noch einmal fast 10 Jahre, bis auf den Kongressen man dann begann, die Top-Gurus, also diese Opinion-Leader, über die Konusverbindung zu reden. Und wieso dauerte das so lange? Denn diese Opinion-Leaders, diese Gurus, diese Primaria, Ordinaria, die werden alle von Konzernen, in dem Fall Implantatkonzernen, unterstützt. Sei es durch direkte Geldspenden, sei es, dass man ihnen die Implantatsysteme zur Verfügung stellt, sei es, dass man ihnen Implantate schenkt, nur damit sie eben auf ihrer Klinik, auf ihrer Abteilung damit implantieren. Und wenn jetzt eine neue Entwicklung kommt, dann kostet das sehr, sehr viel Geld, wenn man alles umstellen müsste. Und deswegen sind die Industrie oder deswegen ist die Industrie daran interessiert, neue Entwicklungen fortan zu halten, vor allem wenn man mit gängigen Methoden noch immer gutes Geld verdient. Und deswegen dauert es, bis sich dann Tatsachen, weil für mich zählte ja nur der Knochenabbau, das ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Implantologie, wie lange hält das Implantat im Knochen. Und diese Tatsachen werden dann häufig sozusagen hintangestellt aus Interessen, weil es um marktwirtschaftliche Interessen geht. Und auch das war dann so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, erst komisch. Ja, ich meine, da gibt es also offensichtlich Dinge, die klar sind und
Die werden aber unterdrückt und es dauert Jahre bis Jahrzehnte, bis der Markt dann darauf reagiert. Heute macht fast jedes Implantatsystem einen Konus. Auch das war ein Desaster, weil diese eine Implantatfirma hat sich das System patentieren lassen. Danach mussten die Firmen darauf reagieren, die machten dann heute einen Konus in einen anderen Winkel, dann brachen die Implantate oder die Apartments. Und es dauerte eine Zeit lang, bis sich der Markt dann also eingeschliffen hat auf einem idealen Implantat-Apartment-System. Ich könnte Ihnen jetzt unzählige Beispiele nennen. Ja, Sie wissen ja, ich bin Zahnarzt und habe also auf YouTube verschiedene Videos, zum Beispiel über Wurzelbehandlung. Seit 1960 weiß man eigentlich schon, wie eine Wurzelbehandlung zu machen ist. Darüber gibt es also Videos mit Kofferdamm, mit optischer Vergrößerung, sterilen Instrumenten, mit viel Zeit und Liebe. Ja. Und jetzt erst langsam beginnt der Markt darauf zu reagieren. Jetzt erst langsam beginnt die Industrie sich darauf einzustellen, die Ärzte darauf einzustellen. Das Gleiche finden Sie übers Kiefergelenk, das Gleiche, vielleicht kennen Sie das Video HIV und AIDS, wo namhafte Wissenschaftler schon zurückrudern und sagen, ja, das ist ein Blödsinn, was wir da machen, was wir da gesagt haben. Auch da finden Sie ein Video. Aber solange die Massen einen Glauben verfolgen, solange ändert sich nichts, weil der Bedarf da ist und die Industrie eben nicht darauf reagiert. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was hat das jetzt mit der Impfung zu tun? Und bevor wir das beantworten, müssen wir uns einmal klar machen, dass es niemand mit uns gut meint. Jetzt werden Sie sagen, nein, okay, entschuldige, aber mein Partner zum Beispiel, der meint es mit mir gut. Dann gehen Sie mal zu Ihrem Partner und sagen ihm, du, ich habe gestern mit wem anderen geschnackselt, das war ein wunderschöner Abend, ich würde den heute gern wiedersehen. Und hören wir uns, ich komme vielleicht morgen nach Hause, dicken Kuss. Dann wird Ihr Partner wahrscheinlich mit einer ziemlich Eifersuchts-Tragödie reagieren. Und bitte nehmen Sie es jetzt nicht persönlich, vielleicht haben Sie ja gar keinen Partner, vielleicht haben Sie, ich weiß es, ich meine das jetzt global gesehen, ja, weil wir reden ja immer von Liebe oder Nächstenliebe und eigentlich schaffen wir es nicht einmal in den kleinsten vier Wänden, ja, mit dem Partner, weil würde der mich lieben, würde der sagen, hey, ich freue mich für dich, das ist schön, hast einen tollen Abend gehabt und weißt was, wenn du dann wieder Lust hast, kommst, ich freue mich ja, dich zu sehen, meine Türen sind immer offen. So reagieren wir nicht, wir reden zwar von Liebe, aber eigentlich geht es immer um uns, um unser Ego, denn würde ich lieben, würde ich für den Geliebten ja nur das Beste wollen. Und es geht aber nicht um den anderen, dass der das Beste bekommt, sondern es geht immer um uns. Und das ist einmal so eine Erkenntnis, die müssen wir mal rausarbeiten. Und wir können da sogar noch einen radikaleren Gedanken entwickeln. Ich nehme jetzt Jesus her. Jesus hat also, oder so spirituelle Menschen haben erkannt, weil sie genau beobachtet haben, dass wenn man eigentlich gibt, man viel mehr bekommt. Ja, wir würden das ja auch merken können, würden wir beobachten. Wir müssten uns ja nur die ganzen Superreichen anschauen, die Leute in Monaco und, wenn man die ansieht, sind verbittert. Auf diesen ganzen Partys, auf diesen Festeln geht es ja nur darum, dass man sich präsentiert und man schaut unsicher herum und hofft, dass man also gut ankommt. Es geht also immer um ein sich verkaufen, aber wirklich glücklich. Im Sinne von angekommen wirken diese Menschen nicht. Und das haben also genaue Beobachter, wie zum Beispiel so ein Jesus, gemerkt. Und weil sie gemerkt haben, es bereitet ein viel besseres Gefühl zu geben als zu nehmen, haben sie ihr Leben danach ausgerichtet. Der Trieb dahinter ist ja wieder ein egoistischer Trieb. Dann hätte es einem Jesus kein gutes Gefühl bereitet, dann hätte er ja sein Leben nicht verändert. Das heißt, wir können festhalten, dass eigentlich unser Leben ein uregoistisches Prinzip verfolgt. Wieso erzähle ich Ihnen das jetzt als Arzt? Ja, ich stehe in einem Spannungsfeld, wo ich einerseits Patienten aufklären muss, ich habe aber auch Fixkosten. Die Ordination, so wie ich sie jetzt betreibe, kostet mich zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Monat. Da habe ich noch keinen Cent verdient. Das heißt, das ist ein Spannungsverhältnis. Ich muss
Angestellte zahlen, ich muss Techniker zahlen, ich muss Miete, Versicherungen, Ärztekammern, Arschlöcher zahlen, die auf meinen Rücken sozusagen so tun, wie wenn es um mich gehen würde, aber mich eigentlich nur ausbeuten. Das heißt, ich unterliege hier einem ganz schönen Spannungsverhältnis, soll aber gleichzeitig Patienten objektiv und genau aufklären. Und da sehen Sie jetzt schon dieses Problem. Es ist häufig nicht nur, dass ich nicht alles weiß, kann ich auch nicht wissen. Ich habe sehr lange gebraucht, um mich einmal in meinen kleinen Bereich einzulesen. Das heißt, innerhalb der Zahnmedizin, dass ich mir dann Themen heraussuche, wo ich sage, du, das, was ich dir hier anbiete in der Ordi, das beruht auf Erkenntnissen von führenden Gesellschaften oder das ist evidenzbasiert untersucht. Ich schaffe das nicht mehr alleine, sondern ich habe mich genau aus diesem Grund in einem Qualitätszirkel mit anderen Kollegen zusammengetan, wo ich sage, du, da hast du bitte dein Fachgebiet, reden wir immer drüber, evaluieren wir immer wieder unsere Meinungen und präsentieren sie dann so dem Laien. Aber Sie sehen jetzt schon, auch ich muss ein egoistisches Prinzip verfolgen, wo ich vielleicht nicht einmal, weil ich sie bescheißen will, sondern weil ich häufig unbewusst meine Ressourcen einmal in Patientenaufklärung aufteilen muss, einmal in Bürokratie aufteilen muss, einmal in Arbeit aufteilen muss. Und so kann natürlich viel Information dann auch an mir vorbeigehen. Und dann kann zum Beispiel so eine Empfehlung plötzlich falsch oder nicht objektiv sein und eben zum Leid werden. So, und jetzt merken Sie schon, wie schwierig es ist für einen Arzt, wo man sich denkt, na der, gut, der muss das ja wissen, ja, wie schwierig es aber sein kann, hier an objektive Informationen ranzukommen, weil auch als Arzt wird man ständig beschissen, sei das von der Ärztekammer. Sie merken ja, unsere Ärztekammer macht Fortbildungen für HIV/AIDS oder macht Fortbildungen fürs Kiefergelenk oder macht Fortbildungen für Kinesiologie, alles Dinge, die evidenzbasiert überhaupt nicht standhalten können, die Scientific Community, die Speerspitze der Scientific Community schon ganz andere Meinungen vertritt. Auch von der Pharmaindustrie werden wir beschissen. Ich habe Ihnen das mit der Firma, mit dieser Implantat-Konus-Verbindung erklärt. Und da gibt es noch viele, viele andere Beispiele, wo Firmen uns Dinge verkaufen, als, hey, das hat sich bewährt und in Wirklichkeit ist das gar nicht zugelassen. Das nennt man dann Off-Label-Use. Ich glaube, in einem der Videos habe ich da mal darüber gesprochen. Ein Patient kam zu mir und ich setzte ihm zwei Implantate im Oberkiefer und machte ihm eine Prothese drauf. Und nach ein paar Jahren ist ein Implantat gebrochen. Und ich habe das dann bei der Firma eingereicht und die Firma hat gesagt, tut uns leid, das ist nur für den Unterkiefer zugelassen. Und ich habe dann gesagt, hey Leute, aber ihr habt ja Fortbildungen gemacht, ich war ja sogar auf dieser Fortbildung, ich habe sogar das Zeugnis, wo ihr genau diese Art der Versorgung angepriesen habt. Das tut uns leid, nein, zugelassen ist es nur für den Unterkiefer. Dieses Vorgehen nennt man Off-Label-Use, das heißt, dass Firmen etwas anpreisen, aber dann im Kleingedruckten es eigentlich nur für einen ganz geringen Indikationsbereich sozusagen freigeben, weil jede Freigabe kostet Geld und. Auch dazu gibt es ein Video. Das heißt, Sie merken auch als Arzt, ist es häufig schwierig, sich dann durch all diese Desinformation und, sich hindurchzuwühlen. Ich habe aus diesem Grund auch ein Video gemacht, wie funktioniert eigentlich unser Wissen. Ja, dass man sich einmal darüber Gedanken macht, was soll eigentlich Wissenschaft bedeuten? Ja? Wie gehen wir an Wissen heran? Und da bin ich jetzt schon dann bei der Impfempfehlung und da kann ich Ihnen auch meinen persönlichen Standpunkt jetzt dann sagen. Ich glaube, die Lösung wird darin liegen, dass wir uns alle vernetzen, dass wir beginnen, über Dinge zu reden und unseren Arsch hochbekommen. Dabei ist es wichtig zu achten, wer Ihnen und wie er Ihnen diese Information gibt. Wenn derjenige sehr emotional auf gewissen Standpunkten beharrt, ja, ich hab's da gesagt, oder nein, das muss so sein, und sich ärgert, dann laufen Sie große Gefahr, dass dieser jemand sich mit der Information, die er Ihnen gibt, noch identifiziert. Das heißt, er baut sein Ego darauf auf,
Und dann haben sie große Ge- oder dann laufen sie groß Gefahr, dass diese Information, die ihnen da gegeben wird, häufig auch verdreht wurde. Wenn jemand erkannt oder wenn jemandem bewusst wurde, dass eigentlich das menschliche Wissen einerseits ein sehr ego-geprägtes ist und dass man sich von einem Irrtum zum nächsten handelt und sich eigentlich von diesem Pseudowissen trennen muss und dass man also erkannt hat, dass man die Wahrnehmung dahinter ist, dass man nicht mehr dieser Content ist, dann wird man das Wissen sehr emotionslos weitergeben, wird auch kein Problem haben, seine Standpunkte zu ändern und wird also nur noch die Erkenntnis verfolgen. Und bei solch jemanden laufen sie oder haben sie gute Chancen, dass sie zur jeweiligen Zeit die jeweilige Empfehlung am wenigsten Schaden verursacht. So, und wie handhabe ich das jetzt bei den Menschen, die mich Papa nennen? Es ist so, wir haben in der Medizin einige Dinge entwickelt, die haben sich über die Jahrhunderte bewährt. Und da gibt es also ein paar Impfungen, wie die Kinderlähmung oder die Mumps-Masern-Röteln-Impfungen und, die haben sich bewährt. Wie es scheint, bewährt, weil die Menschen werden immer älter und diese Erkrankungen sind zurückgegangen. Wobei, ich nehme jetzt zum Beispiel die Zeckenimpfung her, auch die hat sich, wie es scheint, bewährt, wobei, ob sie sich bewährt hat oder nicht, kann ich Ihnen eigentlich auch nicht hundertprozentig sagen, weil ich die Daten nicht habe. Man hört zwar immer als Arzt, ja, das ist wichtig und, aber wir wissen ja nicht, wie viele Kranke es geben würde ohne diese Impfung. Das ist ja auch so ein Problem der gesamten medizinischen Studien, weil dann müssten wir gezielt ein Kollektiv auslassen und dem Risiko aussetzen, dass die dann zum Beispiel behindert sind. Würden wir uns aber vernetzen, dann könnten wir vielleicht ersehen, in Ländern, wo es diese Impfung noch nicht gibt, wie viele Zeckentote haben die wirklich. Gibt es dort überhaupt Zecken, müsste man klären. Aber Sie merken schon, man könnte einfach durch die Vernetzung zu sehr interessanten Daten kommen, ohne dass wir das Kollektiv, die Menschen, einer Gefahr aussetzen. Aber bei der Zeckenimpfung mache ich es zum Beispiel so, da lasse ich jetzt immer den Titer bestimmen. Das heißt, ich gehe nicht her und impfe wie ein Idiot alle paar Jahre, sondern ich gehe her und schaue, ob der Körper noch genügend Antikörper hat gegenüber diesem Virus. Und ich habe jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr die Impfung angefrischt, weil ich so viele Antikörper habe, dass eine Anfrischung eigentlich völlig sinnlos wäre. Bei neuen Impfungen, wie zum Beispiel der Grippeimpfung oder diese ganzen Seuchen, die uns da jetzt überflutet haben, wo sich ja dann zum Beispiel herausgestellt hat, dass der Mann von der damaligen Gesundheitsministerin da in dem hat die Firma gehört, die Abwicklung von diesen Masken gemacht hat. Ja, und da gab es also wieder wirtschaftliche Spannungsverhältnisse und. Und bei diesen neuartigen Impfungen, die gebe ich den Kindern zum Beispiel nicht mehr und mache sie auch selber nicht mehr, weil mir einfach die Datenlage viel zu seicht vorkommt. Und Sie sehen jetzt vielleicht dieses gesamte Video, wenn ich so ein Resümee ziehe, es ist für mich schwierig, Ihnen mit gutem Gewissen eine Impfempfehlung zu geben. Denn ich selber habe in diesen ganzen Vierlefanz nicht mehr den Durchblick und es ist irrsinnig schwierig, an gute Daten heranzukommen. Und nur weil jemand laut schreit oder Videos macht, was alles passieren könnte, das heißt ja noch nicht, dass das so ist. Und ich kann Ihnen also mit gutem Gewissen gar nicht mehr sagen, ist jetzt eine Impfung gut oder nicht, weil es dazu eigentlich nicht oder kaum evidenzbasierte Daten gibt. Es gibt mittlerweile viele Impfungen, die sich seit Jahrzehnten gut bewährt haben. Die würde ich oder die habe ich bei den Menschen, die mich also Papa nennen, gemacht. Auf viele andere Impfungen, da verzichte ich oder bestimme eben den Titer, um sie nicht unnötig hier mit Pharmakern vollzustopfen. Wieder, wo es ja einer Industrie nur darum geht, viel zu verkaufen. Was ich Ihnen also mitgeben kann, ist,
Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie darauf, wer Ihnen die Information gibt. Geht es dann nur um die Information oder ist es ein, der Herr Professor, Doktor, ja? Ich muss immer lachen, wenn ich auf YouTube diese wissenschaftlichen Vorträge höre, wo dann die ersten 2-3 Minuten einmal die Einleitung mit den ganzen akademischen Titeln und den ganzen Vorsitz und wo der nicht überall schon war und verschwendet wird. Ich könnte Ihnen zig solcher Professoren, zum Beispiel in Wien, in den Boulevardmedien nennen, wo ich also weiß, das sind ganz linke Agenten, denen geht es nur um Kohle, die sind halt nur gut politisch verstrickt und auch in den Massenmedien gut organisiert und eigentlich geht es aber da nicht um das Wohl des Patienten. Das heißt, bleiben Sie aufmerksam, denn jeder, der verstanden hat, wie Wissen funktioniert, dass Wissen eigentlich immer nur relativ ist, der wird nicht seine Persönlichkeit darauf aufbauen. Helfen Sie mit, zu Wissen zu kommen, indem Sie emotionslos über Geschehnisse berichten, aber Geschehnisse, die Sie selber erlebt haben, nicht aus Erzählungen, weil so entsteht ein stilles Postspiel. Vernetzen Sie sich also, denn so werden wir alle bewusster, so können wir zur Wahrheit oder zur Erkenntnis leichter finden. Es geht nicht mehr um Wahrheiten im Sinne, ich habe recht, du hast recht, sondern es geht um Erkenntnisse und die können wir erlangen, indem wir uns vernetzen, indem wir schnell und emotionslos Informationen austauschen. In diesem Sinne, alles Gute!